Nee, Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Viele von euch haben jetzt sicherlich Terraria erwartet, aber ich muss euch leider sagen, dass ich mich momentan jedenfalls noch nicht bereit dazu fühle, Terraria für euch aufzunehmen. Fragt am besten gar nicht warum, ich habe auch absolut keine Ahnung, es ist einfach so. Bitte hinnehmen. Dankeschön. Dafür, Lee-Freunde, werden wir uns in den nächsten Tagen etwas widmen, das mindestens genauso cool ist. Und zwar Minecraft Wii U. Aber halt, nicht das, was ihr denkt. Wir machen quasi eine Welt auf, erkunden die bis zum Zerbersten und lassen das ganze Projekt 300 Parts lang laufen. Nein, nein, Lee-Freunde, wir werden uns etwas kürzerem, aber ich finde dennoch ganz coolem widmen. Und zwar werden wir uns in diesem Let's Play die chinesische Mythologie anschauen. Wie auch schon hier die Super Mario World. Ihr kennt bestimmt auch mein Super Mario Edition Let's Play, ne? Genau das werden wir uns geben, halt nur mit dem Unterschied, dass es nicht die Super Mario World ist, sondern die chinesische Welt. Wir generisieren uns in diesem Let's Play die chinesische Mythologie, also quasi die weit chinesische Mythologie. Ich weiß nicht, warum da weit steht. Da müsste eigentlich Welt stehen. Das ist ein Druckfehler. Und wofür habe ich jetzt 4,99 € bezahlt? Wofür? Hä? Nichts können die. Ich wette, bei der Xbox-Version ist das richtig geschrieben. Nur hier nicht. Was soll denn das? Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe hierfür 4,99 € rausgeblättert. Für euch. Ja? Damit wir uns ohne Testphase und sonstigen Gebrabbel diese Welt anschauen können. Ich habe das Ganze ja schon mal in einem Stream angespielt und hat Spaß gemacht. Ich habe die Leute gefragt, na, habt ihr Bock auf ein Let's Play? Viele haben gesagt, ja. Ja? Ich glaube, 79% haben für ja gestimmt. Also sehe ich daraus, dass es viele sehen wollen und ich denke, es ist doch im Interesse der meisten von euch, dass wir uns dieses Let's Play nun generisieren. Weltchinesische Mythologie. Bereise mit diesem von chinesischen Mythen und Legenden inspirierten Mashup-Paket eine epische Umgebung und suche im Land der Drachen nach Erleuchtung. Du erkundest eine Welt im Stil der chinesischen Mythologie mit prachtvollen Texturen, legendären Skins und bezaubernder Musik. Das Paket enthält außerdem eine passend gestaltete Battlekarte, die es nur in diesem Mashup gibt. Aha. Ja, geil. Da würde ich mal sagen, generisieren wir uns das doch. Ja? Spielmodus ist Überleben, Schwierigkeit ist schwierig. Aber ich sag euch schon mal direkt vorneweg, wir werden hier nicht Survival-Let's Play-mäßig draus machen. Wir werden uns die Welt angucken. Generell ist das hier so, ich sag mal, ähnlich zu nehmen wie auch, ich sag mal, die Super Mario Edition. Wir laufen durch die Welt, gucken uns das an und werden versuchen, so viele Notenblöcke wie nötig zu bekommen. Oder was war das? Das waren CDs oder sowas, ne? Irgendwie Noten. Wir müssen 12 Noten oder so finden. Und wenn wir die gefunden haben, dann sind wir durch. Allerspätestens, sag ich jetzt mal. Ne? Ich sag euch mal so, wir werden uns die Karte generisieren. Guck mal an. Und da sind wir. Die Musik ist so geil, die ist abnormal geil. Deswegen wollte ich euch da auch dieses Let's Play zeigen, weil die Musik so krass ist. Und generell, ich hab Gänsehaut, ach du Scheiße. Ah! Oh mein Gott. Komm, direkt mal hier die Truhe generisieren. Ist ein bisschen Brot dabei, Kuchen ist dabei, ein Bett ist dabei. Schön ist die Welt. Bald gibt's wieder Weihnachtsgeld, habe ich gehört. Ja? Aber ich würde trotzdem gerne mal schauen, wie das aussieht. Wir machen uns am Anfang direkt mal, ich sag mal, Kreativrechte. Ich sage euch auch direkt, warum. Ich habe gerade eben schon mal gesagt, wir werden uns jetzt nicht darum kümmern, dass wir, ich sag mal, verlassen und speichern. Wir werden uns in dem Let's Play nicht darum kümmern, dass wir uns hier durchkämpfen oder so. Ich sag euch, wir machen uns verschiedenste Gegenstände, die uns helfen werden, durchs Spiel zu kommen. Das heißt, ein Diaschwert, eine Diaspitzhacke und sonst was, ne? Damit werden wir uns behelfen. Das sind unsere Hilfsmittel. Und ein bisschen was zu essen. Vor allem etwas zu essen. Warte mal, wo ist die Welt hin? Wieso wurde das nicht gespeichert? Das finde ich jetzt aber ein bisschen behindert. Kann es sein, dass es gar nicht gespeichert wird? Das muss gespeichert werden. Ich habe dafür bezahlt. Hallo? Das ist komisch. Ich habe doch gespeichert. Habt ihr doch gesehen?
Und wenn ich jetzt wieder am Spawn bin mit nichts da. Okay, jetzt habe ich absolut keine Ahnung. Wenn hier nichts mehr. Okay, das ist komisch. Ich frage mich gerade, warum hier nichts gespeichert wird. Das ist sehr komisch. So, einmal das Dia-Schwert gönnen. Dia-Schaufel. Dia-Spitzhacke. Dia-Axt. Und dann am besten noch die ganze Rüstung voll. Nein, das Feuerzeug dann bitte doch nicht. Also bye. Aber das generalisieren wir uns alles und ansonsten. Lecker Kaninchen-Ragout. Aber erstmal kleide ich mich an. Aber ich weiß nicht, warum das hier nicht gespeichert worden ist. Das ist unverständlich. Unerklärlich, unverständlich, ich weiß es nicht. Das sollte eigentlich ja gespeichert bleiben. Sehr dubios. Naja. So, packen wir uns direkt mal. Ach, man kann sich keine Stacks davon generisieren. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber. Dann machen wir es anders. Schmeißen wir weg. Und dann. Halt 64 Stacks oder so. Ja, komm. Sollte ausreichen. Trotzdem, wie kann es sein, dass es nicht gespeichert wurde? Das muss ein Bug sein. Ich hab das Spiel gekauft. Ich habe dieses Mythologie-Pack für 4,99 gekauft. Wenn das jetzt hier nicht so läuft, wie ich will, dann raste ich vollkommen aus. Sehr komisch. Da bin ich zu dumm, um die Welt zu finden. Wir gucken nochmal kurz. So, verlassen und speichern. Verlassen und speichern, ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Na? Komm! Komm! Aha! Auf einmal wird's gespeichert, ne? Auf einmal wird's gespeichert. Das ist... Ich kann's nicht erklären. Ich hab nichts gemacht. Jetzt denken alle wieder... Kai, du bist voll der Idiot! Bla, bla! Ich kann nichts dafür, Alter. Ich... Oder was stand da gerade eben? Wenn alle Erfolge... Ja, alle Erfolge werden sowieso nicht gespeichert, weil... Naja, wie soll ich euch das sagen, ohne dass ihr jetzt alle anfangen zu weinen? Ja? Ist wohl sowieso... Ich sage mal... Da dieser Kurs hier kreativ gebaut wurde... Da dieser Modus hier kreativ gebaut wurde von den Entwicklern. Also die ganzen Entwickler haben sich hierum selbst gekümmert. Das ist alles selbst gebaut. Das ist das Krasse daran. Ne, um es mal direkt vorwegzunehmen. Wir gehen direkt mal hier lang. Es ist quasi ein von Entwicklern gebauter Weltkomplex. Und auch da hinten sieht man mal wieder, was da gebaut worden ist. Es werden Wales erkunden. Ja. Aber das ist alles selbst gebaut. Und das ist wieder... Da sieht man wieder... Wie viel Liebe hier drin steckt. Versteht ihr? Das ist wunderschön. Gucken wir direkt mal hier in diesem etwas größeren Turm nach, ob da irgendwas ist. Ja, es gibt ja auch wieder Schallplatten oder Noten oder keine Ahnung. Ich glaube, es sind Schallplatten und es gibt 12 Stück. Wie auch schon in der Mario Edition, ne? In der Welt gibt es ja auch 12 Schallplatten oder Noten waren das da. Ne? Und ich werde es mir zur Aufgabe machen, möglichst viele von denen zu finden. Ja. Generell, ich kann euch sagen, so, wir werden uns die ganze Welt anschauen. Und anhand dessen, ne Freunde, werden wir festmachen, ob wir alles erkundet haben für unsere Erachten oder auch nicht. Im Endeffekt, ob ich jetzt hier die 100% mache, im Sinne von, ich hole hier jede einzelne Note oder jede einzelne Schallplatte, das müssen wir gucken. Je nachdem, wie lang das Let's Play ist und wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann ist ein ja. Werden wir sehen. Aber gut, liebe Freunde. Ich will mich jetzt aber auch hier nicht so durchmogeln. Also die ganzen Sachen hier, natürlich, die werde ich mir quasi behalten. Aber nur verwenden, wenn es nötig ist. Ja? Wisst ihr Bescheid? Und hier sind wir gerade in einem Dorf, glaube ich. Ja, es kann sein. Ich habe das Ganze ja, wie gesagt, schon mal in einem Stream gespielt vor ein paar Tagen. Okay. Mit meinen Abonnenten und... Also es gab auch einige Abonnenten, die hier im Raum drin waren und die mitgelaufen sind und sowas. Hat Spaß gemacht. Werden wir aber hier in dem Let's Play nicht machen, ne? Sollte klar sein. Von da kamen wir, glaube ich, oder?
jetzt im Kreis gelaufen? Ich glaube, das ist ja alles spiegelver... Ja, das Ding ist, das ist gespiegelt, das ist symmetrisch. Die gleichen Gebäude gibt es auf zwei Seiten. Das ist wunderbar. Ja. Ich muss einfach mal wirklich ein dickes Lob aussprechen, ne? Diese Musik. Ganz ehrlich, wir sind gerade in einem richtigen Kulturschock. So, von wegen... Einfach nur von wegen, die ganzen kulturellen Dinge hier, die Bauwerke, das Ganze drüber, das ist ja alles typisch China und so. Typisch China. Nicht typisch China. Das ist alles typisch China und... Wow, Alter. Da muss man echt ein Lob rauslassen, weil es ist wirklich... Es ist gut gemacht, Mann. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn man sich das hier anschaut, dann denkt man wirklich, man wäre in China. Das ist ein verdammt authentisches Texture-Pack, das muss ich sagen. Ja. Trotzdem frage ich mich, wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? Es muss doch irgendwie einen Weg da hoch geben. Es kann ja nicht sein, dass da nichts ist. Oder ist hier noch irgendwo was? Ne, da ist nichts. Sehr dubios. Es muss doch irgendwo eine Tür geben. Guck mal hier, da kann man doch rausgehen. Da haben wir schon das erste Grundproblem. Wir kommen hier nicht raus. Schaut. Guckt euch das an. Ne? Der Balkon. Nicht für die, Welt begehbar, ja? Frechheit! Was soll denn das? Ist ja wohl nicht dein Ernst, Mann. Meine Güte. Ich weiß aber auch selber gar nicht, wie lange dieses Let's Play gehen wird. Also, ob das jetzt 12 Parts werden, von wegen pro Part eine Schallplatte oder so. Wir müssen gucken. Ich will mir da jetzt keinen Bohai draus machen. Wenn das am Ende des Tages 30 Parts werden, werden es 30 Parts. Wenn es 12 Parts werden, werden es 12 Parts. So einfach ist die Kiste. Ich will mir hier Zeit lassen. Ich will mich hier nicht stressen lassen oder sowas. Ich will mir hier wirklich alles unter die Lupe nehmen und schauen. Na? Wie sieht's aus? Ich hoffe, das versteht ihr. Ich denke, das versteht sich auch von selbst. Da ist das Dorf und ich glaube von hier... Ne, von da kamen wir nicht. Nee. Gucken wir es mal später nach. Ja, ich glaube persönlich, dass wir einmal kurz durchs Dorf rennen müssen, um... Hallo. Um zum Ausgangspunkt zu kommen, ja. Das kann nämlich sehr gut sein. Guckt euch das an. Das Dorf ist so verdammt groß, ey. Das ist alles, ich will nochmal betonen, es ist alles selbst gebaut. Es ist nichts random generiert. Ne, ich weiß jetzt nicht genau, ob jeder Block draufgesetzt worden ist von den Entwicklern selbst oder ob sie da irgendwelche Codes benutzt haben, womit sie das alles aufgebaut haben, aber... Ein kleiner Schwein, jawohl! Ein Schweinchen, jawohl! Aber... Es hat Stil. Und es sieht auch mit Liebe gemacht aus. Kamen wir von hier? Nee, ne? Nee. Okay, dann lass uns erstmal diesen Gebäudekomplex unter die Lupe nehmen. So. Schritt für Schritt, ja? Aber plötzlich. Und ich glaube, wir kamen von hier, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau. Das kann sein. Weil da hinten ist der Spawn. Ja, ja, okay. Dann habe ich ja den Ausgangspunkt gefunden. Ist das da unten eine Pilzkuh? Mein kleiner Freund! Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal ins Innere gehen. Dann gucken wir uns mal das Dorf ein bisschen an. Gehen dann direkt mal hier in diesen... Ach, guckt euch mal den Brunnen da an. Das sieht so schön aus. Und besonders... Das Wasser hat auch eine andere Farbe als mit dem normalen Texture-Pack. Generell alles hat hier eine andere Farbe als im normalen Texture-Pack. Und alles sieht anders aus. Nicht nur die Farbe, auch generell die... Gestaltung... jedes einzelnen Blocks. Ja, alles ist anders. Ja. Da würde ich gerne mal hier reingehen, um zu schauen, was denn hier so leckeres, schönes drin ist. Oder kann man da überhaupt reingehen? Natürlich muss man da reinkommen. Und ich sehe gerade wieder den Weg nicht. Dubios, dubios. Ha. Huh. Da muss man doch irgendwie reinkommen.
Das ist Wolle? Ja, das sind Kolben. Wofür sind die denn da? Haben die einen Sinn und Zweck, oder was? Aha, guck an. War sowieso nur ein leeres Gebäude. Aber falls am Ende des Tages, ne, irgendwelche Schallplatten in solchen Gebäuden drin sind, wo man sowieso nicht reinkommt, dann Schwazy, Alter, dann mache ich das nicht. Lass mich doch hier nicht verarschen. Ja, wie sehe ich denn aus? Ich bin vielleicht verrückt, aber behindert. Bin ich ganz sicher nicht. Okay, dann lass mal kurz hier reinknacken. Ich glaube, ich glaube, die ganzen Schallplatten sind auch alle in Truhen drin. Das heißt, wir müssen immer in Truhen reinschauen. Und dann werden wir auch vielleicht irgendwann... diese Schallplatten finden. Jawohl. Ach, hier die Betten, ne? Das habe ich schon mal im Stream gesagt. Das sieht optisch danach aus. Natürlich optisch muss man sagen, es ist ein normales Bett, ne? Aber von der Optik her, So. Es sieht so aus, als wäre dieses Bett quasi eine Matratze. Also so eine kleine Matratze, eine Decke, Kopfkissen und nicht mehr. Wie man das halt aus China kennt oder aus Japan. Da ist ja auch Brauch, oder da war es früher Brauch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da war es quasi Brauch, dass man so schläft. Ne? Mit so einer kleinen Erhöhung. Und das Bett ist quasi, naja, eine kleine hauchdünne Matratze, wenn überhaupt. Und Decken und Kissen. Und da ist ein Crafting Table. Aha. Hier auch. Dieser Klang. Ah! Das ist so gut. Aha! Boah, ist das schön. Was ist das denn hier? Wieder ein Crafting Table. Und hier ist wieder eine. Ein kleiner Wassergedöns. Ja. Okay. Ich lasse die Türe mal auf. Da kann ich nämlich sehen, wo ich schon mal drin war und wo nicht. Ne? Das sollte klar sein. Okay, weiter geht's. Hier ist eine Kiste. Mit nichts drin. Oh. Da packen wir aber auch mal die Dinge rein, die wir sowieso nicht mehr brauchen. Oder die wir halt aufgesammelt haben und nicht brauchen. Wisst ihr Bescheid? Ich komme auch wieder raus. Hat ein bisschen was von diesen Schiebetüren, ne? Das ist mir auch schon im Stream aufgefallen, dass hier so ein bisschen die Optik hat, als würde man quasi durch Schiebetüren laufen. Auch wenn die das hier natürlich schlecht machen konnten, ja. Aber schön. Okay, das war das nächste Haus. Vor allem, wir gucken jetzt erstmal von rechts nach links, weil wenn wir jetzt quasi hin und her und kreuz und quer gucken, wir werden sowas von durcheinander kommen. Müssen wir mit System arbeiten, liebe Freunde. Sehr wohl. Direkt hier hoch. Und das ist nur ein Schlafzimmer. Und hier ist auch nichts. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man es irgendwie machen soll, dass man quasi hier rüber springt und hier zack, 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 hoch und wisst ihr Bescheid? Nein, ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Also machen wir es auch nicht! Da wir hier sowieso gerade an der Wand kleben, gehe ich nochmal hier rein. Schau mal nach. Okay, hier ist wieder nichts. Dann hier eine. Guckt euch mal die Leiter an, noch die. So richtig schön krumm gebaut. Richtig toll. Und wir haben nichts. Ah! Ich denke mal, dass die ganzen Schallplatten auch an besonderen Orten sind. Also ich denke jetzt nicht, dass sie in so einem random 0815 Bauernhaus chillerisieren, ja? Ohne die Leute jetzt hier wegzubeleidigen, aber es ist doch wahr. Ja. Ich muss meinen zweiten Kopfhörer reinstecken, ansonsten überlebe ich das nicht. Es klingt einfach so schön, ne? Ich kann das nicht oft genug sagen. Es hängt euch bestimmt schon im Hals raus, aber ganz im Ernst. Das ist Kunst.
Das ist, muss ich sagen, das ist sogar schöner als die Mario Edition. Vom allem her, vom Visuellen, was ich gerade sehe, als auch vom Audiovisuellen. Das ist alles so schön. Das müsste jetzt aber auch die rechte Seite gewesen sein von der ersten Hälfte. Da geht auch schon direkt die nächste Hälfte los, ne? Da kommen wir auch zum Markt und so weiter und so fort, ne? Was ist das hier? Goldklumpen, aha! Ist das eine Bank oder was? Wahrscheinlich. Ich sammle die Goldklumpen trotzdem mal ein. Falls es so eine Motivation sein sollte, die zu sammeln, dann sammle ich sie. Jawohl. Ansonsten, liebe Freunde, würde ich erstmal sagen, beenden wir hier den Part. Ich hoffe, ihr habt euch schon mal einen ersten schönen, schicken Eindruck gemacht. Das Pack kostet 4,99 übrigens. Das heißt, wenn ihr es nicht in der Testphase spielen wollt, es kann man auch testweise spielen oder in der Testphase. Ist aber, naja, so, dass ihr nicht speichern könnt, ne? Wenn ihr das für 4,99 kauft, könnt ihr es speichern. Überlegt euch gut, ob ihr es kaufen wollt. Ihr könnt euch auch in diesem Let's Play einen Überblick davon verschaffen und euch, ich sag mal, den Erfahrungswert holen, ob es sich das lohnt oder nicht. Wisst ihr Bescheid. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr seid trotzdem nicht allzu enttäuscht, dass Terraria noch nicht kommt. Ich denke, nach diesem Let's Play hier kann man das mal in die Wege leiten, dass es startet. Ja? Ne, Freunde, ich laberisiere wieder viel zu viel rum. Ich beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.